So, liebe Kollegen, nachdem ich ja die ersten beiden Contests quasi verloren habe. Hören wir natürlich nicht auf, sondern ich nehme euch jetzt noch mit auf einen kleinen Ausflug. Ihr seht ja, wir fahren jetzt ein bisschen ins Ländliche und dann schauen wir mal, was wir gleich noch finden. Jetzt wollen wir mal erstmal ein bisschen hier mit unseren schönen Boliden mal durch die Natur fahren. Ja, dann fahr auch mal, oder hast du einen Stromausfall da vorne? Hier bin ich ja echt mal gespannt, wo du uns hinführst. Wartet's mal ab. Muss ja etwas sein, was auch zu unserem Thema passt mit unseren SUVs heute bei Stadtland Bach. Guckt euch doch mal diese wunderschöne Burg da oben an. Der Punkt geht ganz klar an dich. Ja. Keine Einwände gebe ich gerne ab. Ihr werdet halt noch lernen, dass Audi-Fahrer eben auch einen gewissen Sinn für Kultur haben. Das ist ja für die Skoda- und VW-Kollegen vielleicht ein bisschen neu. Wir haben andere Qualitäten. Es ist schön, wenn dieses malerische Vogelgezwitscher von euren nagelnden Dieselmotoren unterbrochen wird. Herrlich. Hier bei diesen ganzen Bergaufpassagen, Christian, kommst du denn überhaupt noch weit? Da, wo es bergauf geht, geht es auch bergab. Wir können ihn ja ein bisschen schieben, wenn es ganz knapp wird. Ich rekuperiere lieber. Ja, schweres Wort. Ich bin ja froh, dass du das jetzt gesagt hast. Ach klar. Jetzt wollen wir mal gleich gucken, wo der Frosch die Locken hat. Und dann schauen wir mal, wie eure Boliden denn hier eigentlich mit dem neuen Stromer von Audi mithalten. Sind eure Autos eigentlich beide mit Offroad-Systemen ausgestattet? Also der Kodiaq hat einen Offroad-Assistenten. Dirk, der Touareg? Aber selbstverständlich. Habe ich euch zu viel versprochen? Kein Fall. Ich habe eben noch gesagt, von wegen Großstadtauto, Shoppingtour, Kindergarten. Jetzt sind wir mal bei den richtigen Männersachen angekommen. Ich habe ja schon gesagt vorhin, das sieht nach einem Männerspielplatz aus. Ich habe hier noch die letzten Tage in Kontakt gefunden. Das ist der Herr Hartmann, kommt mal mit hier rüber. Von den Kamperer Quarzkieswerken. Hallo Herr Hartmann. Hallo, grüß dich. Freut mich. Hallo. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass es geklappt hat heute. Ja, herzlich willkommen. Ihres Wetter. Die Jungs haben keine Ahnung, was sie erwartet. Die haben mich heute Morgen spontan getroffen, als ich eigentlich mit dem e-tron bei euch vorbeikommen wollte, die abgesprochen, um einen kleinen Dreh zu machen. Ja, und dann habe ich sie einfach eingesagt. Die haben beide ihre SUVs dabei. Und jetzt würden wir es gerne mal ein bisschen krachen lassen bei euch, wenn es geht. Dann erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Danke. Danke schön, Hiesberg. Sicherheit geht bei uns vor, steht an oberster Stelle. Deswegen ganz kurz so ein paar kleine Informationen vorab. Hinter mir herfahren, ich zeige Ihnen, wo es hingeht. Ja, das ist doch. Und dann super. Schauen wir uns die Strecke an. Aber Jungs, ich habe noch was für euch, damit ihr nicht so von der Sonne geblendet seid und vielleicht auch eine schöne Brille für euer hübsches Gesicht habt, habe ich euch noch was mitgebracht. Dann tausche ich sogar die Brille für dich. Dann passt du wenigstens ins Bild. So, dann muss ich das Elend nicht sehen. Ja. Jawohl. Oh, wunderbar. Ja, cool, dann kann's losgehen. So, dann fahrt mir bitte jetzt mal alle hinterher. Wir fahren jetzt mal hier runter in den Abbaubereich. Einfach mir folgen. So, was passiert jetzt hier? Das würde mich auch interessieren, was du jetzt vorhast. Ja, seht ihr doch. Wir haben drei wunderschöne Autos. Also ein wunderschönes und zwei weitere. Wir haben jetzt die Autos schon ein bisschen eingebaut, aber das soll nicht alles sein. Schöne Schweinerei. Ja, ich habe aber mit dem Herrn Hartmann besprochen, dass wir eine kleine Challenge machen. Wir haben hier so einen kleinen Rundkurs vorbereitet. Und dann werden wir gleich mal auf Zeit fahren und mal gucken, was die Autos so können. Er macht mit uns eine kurze Einführungsrunde, da wird er noch was zu sagen, dass wir die Strecke kurz kennenlernen, dass da auch niemand zu Schaden kommt. Und dann schauen wir mal, was die Kisten so hergeben. Okay Jungs, bitte, seid ihr fit? Seid ihr bereit? Gerne. Dann bitte einsteigen. Also, wir fahren jetzt hier links an dem Bunker vorbei.
hier auf der rechten Seite aufpassen, wo es runtergeht. Ja, da liegt noch eine Aluleiter nicht drüber. Na, guck mal, Jan, da ist ein Loch für gleich. Ja. Hast du schon gesehen? Du kannst auch hier gerade ausfahren. Ja. Hier unten rein, so, bitte. Hier hoch. Oh ja. Ist die Frage, ob wir in die Challenge gleich noch ein Stehenbleiben am Berg einbauen? Einen Stillstand und wieder weiterfahren? Da musst du doch nicht vor der Stelle. Meinst du ich oder du? Du. Ja, okay. Das, behauptest, ist leer. Das behauptest du. Guck mal, hier aber ein schöner Anstieg. Jetzt geht's hier um die Ecke. Okay. Schön. Also Jan, ich mache mir da ein bisschen Gedanken um deinen Kodiak hier. Nee, brauchst du nicht. Dass du mit dem langen Rad schon nicht aufsitzt. Und dann hängst du da. Ja. So, und das hier wäre jetzt der Wendepunkt. Hier ist der Wendepunkt. Okay. Wie sollen wir umgehen? Kreis oder wenden in drei Zügen. Nur halt aufpassen, dass der da drinnen, dass der Wendekreis nicht zu groß ist. Also lass doch jetzt das Hütchen fallen aus dem Auto. Okay. Stopp. Stopp. Genau. Hütchen geht jetzt raus. Kannst du einfach nur hinstellen? Na, hinten tun wir, wenn ihr da rutscht. Weiter? Ja. So, Jungs, und hier drehen wir uns einmal rum. Ja. Und das Ganze in die andere Richtung. Gibt es schon Rekordzeiten? Jetzt noch nicht. Dann legen Sie eine vor gleich, oder? Kann ich gerne machen. Holen Sie sich den Galopper und dann legen wir eine Zeit vor. Oha. Guck mal hier, Bergabfahrassistent haben wir. So, dann wollen wir mal gucken, was der Kollege drauf hat. Was hier seine Challenge so bringt. Ich bin gespannt. Ob er jetzt die Chance hat. Auto im Gelände. 3, 2, 1, go! Zeit von 52,55. Und? Ja, gut vorgelegt. Ja. Unter einer Minute. Wir dachten schon, du willst da oben Picknick machen. Ah, das wollen wir gleich erstmal sehen. Ja. Na? Hinten sind die Schweine fett. Bist du auch um den Pylon rumgefahren? Natürlich. Vorschriftsmäßig. Naja, mal gucken mal. Kurz ein bisschen Platz zu machen. Ja. So, dann zeige ich den Jungs mal, wie es geht hier. Und mal gucken, ob ich die dritte Challenge auch für mich entscheiden kann. Christian hat ja schon vorgelegt mit dem e-tron. Aber ich bin mal gespannt. So, Jan, bereit? Ich bin bereit. Du machst die Ansage, ich stopp die Zeit. 3, 2, 1, go! Schlecht. 45,56. Das war top. 45,56. Wir brauchen eine Runde 2. Wir brauchen definitiv eine Runde 2. Du machst die Ansage. Wir sind bereit. Dirk, auch bereit? Ich bin bereit. Klar. Geht los in 3, 2, 1, go! Thank you.
Ja, Dirk. And the winner is 44,67. Yes. Mit 2 Tonnen durchs Gelände, Männer. Ja, die Auslaufzone ist scheiße. Ja. Also e-tron mit einem glorreichen Platz 3 von 52 Sekunden 55. Genau. Der Jan. Ja, ich bin Zweiter geworden in dieser Challenge mit 45 bisschen. 65. Ja. Und der Dirk hatte 42 Sekunden 67. 42 oder 44? 44 Sekunden 67. So Männer, nach meinem furiosen Sieg hier bei deiner Challenge, Christian, haben wir die Autos mal richtig eingesaut. Mal gucken, ob die auch wasserdicht sind. Ich würde sagen, wir spülen die mal richtig durch, oder? Ich habe keine Ahnung, ist das jetzt deine Challenge? Ja, du, ihr habt mich ja herausgefordert. Ich wollte heute Morgen nicht mitfahren, nein, aber ich habe ja nichts anderes dann. Jetzt bin ich mal gespannt, was du auf dem kurzen Stück organisiert hast. Du wirst sehen, was passiert. Ja, lass uns mal gucken. Alles klar. Dann auf. Auf geht's. Zurück zum Thema. Nochmal herzlich willkommen jetzt hier aus dem Cockpit des Audi e-tron. Nachdem wir jetzt den Vormittag schon damit verbracht haben, die Autos mal vom Ladevolumen zu testen und auch mal in einer großen Kiesgrube mal auszuprobieren, ein kleines Rennen gefahren, gehen wir jetzt auch mal ein bisschen auf die technischen Themen ein, weil wir sind ja in einem hochinnovativen Auto unterwegs und können jetzt die Fahrt zu unserer nächsten Challenge mal kurz nutzen und ein paar Details zu erläutern. Ja, also Audi e-tron, seit März diesen Jahres auf dem Markt, das erste vollelektrische Fahrzeug von Audi, ausgelegt als SUV im Bereich unterhalb von Q8 und unterhalb von Q7, also von den Abmessungen nicht ganz so groß. Ich sag mal von der Innenraumgröße und von den äußeren Abmessungen ähnlich eines A6. Nur eben als SUV in der hochgelegenen Form. Wir haben also ein vollelektrisches Fahrzeug mit 2 Elektromotoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse, mit einer 95 Kilowattstunden Batterie im Boden des Fahrzeugs. Das ist eine 700 Kilo schwere Einheit. Deswegen kommen wir auch auf ein relativ hohes Fahrzeuggewicht von fast 2,5 Tonnen. Das Fahrzeug hat eine Nennleistung, Maximalleistung von 300 kW in dem sogenannten Boost-Modus. Das heißt, wenn ich das Auto im Sportmodus bewege, habe ich bis zu 8 Sekunden lang 300 kW Leistung auf den Achsen. Für den Regelbetrieb sind 265 kW abrufbar. Ja, das reicht aber, um das Auto von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden zu katapultieren. Und das Tolle ist eben, wir haben hier Leistung sofort. Es gibt also keine Gedenksekunde wie beim Verbrenner. Wir haben also direktes Drehmoment von 664 Newtonmetern ab Sekunde 1 an den Achsen. Und mit dem permanenten Allrad geht das natürlich schnurgerade einfach geradeaus nach vorne. Und das vehement. Durch die Elektromotoren gibt es auch das klassische Schaltgetriebe nicht, was wir vom Verbrenner kennen. Also wir haben eine Fahrstufe Drive oder Sport. Und entsprechend beschleunigt das Auto ruckfrei einfach bis zur maximalen Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Ja. So, das ist jetzt mal so, sind mal so die Eckdaten des Antriebs. Wir haben einen Verbrauch, der ist angegeben mit 24 Kilowattstunden. Bei einer 95 Kilowattstunden Kapazität des Akkus kann man sich dann den nominellen Verbrauch runterrechnen. Also der Wagen wird angegeben mit einer Reichweite von 400 Kilometern nach WLTP. Realistisch im Fahrbetrieb, das haben wir heute auch schon mal getestet, wenn man es mal ein Stück weit hochrechnet, sind auf jeden Fall 330, je nach Wettertemperatur auch 350 Kilometer realistische Reichweite für den Alltag. Ja. Ansonsten ist das Auto aufgebaut wie ein klassischer moderner Audi. Wir haben also ein Bedienfeld, ein Armaturenbrett, das ist wie bei jedem anderen Modell aktuell auch. Sieht also jetzt nicht nach Elektrofahrzeug aus, wenn wir hier drin sitzen. Das Einzige, was man merkt, ist, man hört nichts. Also das Auto ist extrem gut gedämmt und wir haben nur ein leises Surren und hören eigentlich nur die Abrollgeräusche der Räder. Mehr ist einfach nicht wahrzunehmen. Und somit fühlt man sich auch direkt wohl in dem Auto. Also man hat keine großen Umgewöhnungsphasen. Man kommt in den ersten Kilometern bereits einfach ganz schnell rein in das Thema und ist begeistert mich immer wieder, wenn ich hier einfach mal kurz aufs Gas drücke bei dem Auto, dass man einfach direkt den Beschleunigungseffekt hat. Also es gibt einfach gar keine Verzögerung, sondern ich gebe Gas, die Leistung ist da, der ruft ab und das Auto geht nach vorne. Das ist wirklich einfach bemerkenswert.
Das sind jetzt mal so die Eckdaten. Auto startet bei 79.900 Euro. Das ist die Basisausführung. Je nach Ausstattung haben wir jetzt hier einen Vorführwagen, der liegt im Listenpreis bei etwa 104.000 Euro. Und ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ist aber schon ein gut ausgestattetes Fahrzeug und bringt eben alle technischen Features, auch was die Assistenzsysteme mit angeht, mit. Also ob es der Abstandshalter ist, ob es der Spurhalteassistent ist, ob es der Blindspot ist. Das heißt also, wenn ich Autos im rückwärtigen Verkehr habe, der klassische Schulterblick wird quasi ersetzt. Ich habe also Warnhinweise in den Außenspiegeln. Das ist alles serienmäßig sogar on board. Ganz spannende Sache, wir sind ja heute im Vergleich mit unseren Verbrennerkollegen Touareg und Kodiaq. Hat dieser Wagen einen ganz entscheidenden Vorteil: trotz des hohen Listenpreises haben wir die Subvention der Listenpreisbesteuerung. Das heißt, das Auto ist ja mit einem halben Prozent vom Listenwert, vom Listenneupreis, UPE-Neupreis zu besteuern. Also nicht die klassische 1%-Regel findet hier Anwendung, sondern es ist eben mit 0,5% Besteuerung. Das ist gerade für Leute interessant, die Geschäftswagen fahren oder Firmeninhaber, selbstständig etc. Macht das natürlich einen riesen monetären Vorteil. Zum Beispiel mal das Schiebedach zu. Das ist das Lauteste, ist der Wind, den wir jetzt das Schiebedach hören. Ja, und ansonsten ganz interessante Sache bei dem Auto noch. Jetzt fahren wir zwar berghoch, aber überall da, wo es berghoch geht, geht es auch wieder bergrunter. Das Auto hat eine wahnsinnige Rekuperationsleistung. Also wir rekuperieren mit 0,3 bis zu 0,3 G. Und das heißt, wenn ich also dann den Fuß vom Gaspedal nehme und komme ins Rollen, kann ich dem Auto über die Schaltpedale sagen, wie stark er jetzt eben rekuperieren soll. In drei verschiedenen Stufen ist das möglich und das imitiert quasi, also das in den meisten Fällen im Alltag, wenn ich jetzt normal im Verkehr mitschwimme, auf eine rote Ampel zu oder auf eine Verkehrssituation, wo ich langsamer fahren muss, genügt eben genau diese Bremsleistung durch die Rekuperation. Ich muss gar nicht selbst über das Bremspedal eingreifen. Und selbst wenn ich das tue, ist bis zu 0,3 G Querbeschleunigung gar keine mechanische Bremse, das heißt also gar kein Klotz auf Scheibe, sondern wir haben nur das Umwandeln der Elektromotoren in Generatoren. Dadurch wird quasi ein Widerstand erzeugt, es wird Energie erzeugt, das sehe ich dann auch hier vorne in der Anzeige. Und das Auto bremst quasi und gewinnt dabei Energie zurück. Das heißt, ich kann wirklich durch eine Backup-Fahrt wieder Laufleistung dazu gewinnen. Ja, das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes System. Und kann bis zu 30% der Reichweite ausmachen, die ich mit dem Auto fahre, je nachdem, wie ich darauf achte, je nachdem, wie ich diese Rekuperation nutze, wie defensiv ich fahre, kann ich wirklich dadurch den Akku auch laden während dem Fahrbetrieb. Während des Fahrbetriebs. Das macht richtig was aus. Jo. Ich denke mal, das waren jetzt so die wesentlichen Highlights von dem Auto. Was anderes fällt mir gar nicht ein. Macht auf jeden Fall einen riesen Spaß. Heute Morgen in der Kiesgrube hat man gemerkt, der Allrad funktioniert wunderbar. Der Nachteil natürlich in der Kiesgrube, wir haben 2,5 Tonnen, also selbst der Touareg, das Dickschiff von VW, ist mit etwas über 2 Tonnen angegeben. Das heißt, wir haben wirklich einen Gewichtsnachteil von 500 Kilo bei dem Fahrzeug und das muss natürlich bewegt und vor allem gebremst werden. Ich sag mal, das Beschleunigen funktioniert unheimlich gut, das Bremsen an sich auch. Nur wenn man natürlich auf losem Untergrund unterwegs ist oder muss durch eine Schlammlache fahren oder sowas, das Auto schiebt natürlich das Gewicht, da lässt sich auch die Physik nicht aushebeln. Und deswegen hatte ich möglicherweise heute Morgen die ein oder andere Sekunde aufgrund des Gewichts auch verloren, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben noch andere Challenges heute, auf die wir uns freuen. Wir sind ja jetzt auf dem Weg. Dirk hat noch irgendwas im Petto. Ich glaube, es hat irgendwas mit Wasser zu tun. Ich weiß jetzt noch nicht zu viel. Aber so wie die Autos auf jeden Fall nach der Schlammgrube jetzt aussehen, können sie es auf jeden Fall auch gebrauchen. Und dann schauen wir mal, ob die Kisten wasserscheu sind oder ob sie es vertragen. Also dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zugucken und schauen wir mal, was gleich noch so auf uns zukommt.